Hallo meine Lieben, hier bin ich mit meinem zweiten Dänemark Scrapbooking Haul Video. Und das erste Video war ja aus dem Panduro Hobby Shop. Und dieses Video ist aus einem dänischen Laden. Ich weiß nicht, ob ihr Tiger kennt, das ist ursprünglich auch ein dänischer Laden. Den gibt es jetzt seit, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren auch in Deutschland. Da kriegt man überall so Schnickes, schön Schnickes, aber halt auch durchaus Junk. Aber die haben halt auch immer was zum Basteln dabei. Und so ähnlich ist dieser Shop. Der nennt sich, ich kann es natürlich nicht wirklich aussprechen, aber ich versuche es mal, Sestrene Grenes Handelskompanie. Ja, all over the world. Und da war ich zweimal einkaufen, einmal für 150 Kronen und einmal für 87 Kronen. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal, was ich so bekommen habe. Und zwar habe ich mir einmal ein Riegel, nenne ich es jetzt mal, an Pailletten gekauft. Da sind 7 Farben drin. Und das hat 12,90 Kronen gekostet. Also das sind unter 2 Euro. Ich pack's mal aus, auch wenn mir jetzt die ganzen Paillettenlöcher durch die Gegend fliegen. Hätte ich vielleicht auch mal vorher machen können. Aber naja, ihr wisst ja, mitdenken ist nicht so. Ja, eigentlich wollte ich es schon alleine wegen der Verpackung haben. Die fand ich schon so cool. Kann man sicherlich auch seine eigenen Pailletten danach gut drin aufbewahren. Ja, wenn man es dann jetzt aufbekommen würde, sind vorne so kleine Clips. Genau. Und dann habt ihr hier so Fächer und da sind die Pailletten drin. Steht nicht drauf, wie viele drin sind, aber es sieht grundsätzlich für ganze 2 Euro nach sehr vielen aus. Ja, dann habe ich mir gekauft Konfetti. Einmal Tannenbaumkonfetti und einmal Ballonkonfetti. Für Shaker-Cards und Weihnachtskarten. 4 Kronen, das sind gerade mal 50 Cent. Ja, ärgere ich mich jetzt im Nachhinein, dass ich nicht mehr von den Tannenbaum-Konfetti geholt habe. Dann habe ich hier einen Stempel mir geholt. Ein Holzstempel mit so einer roten Stempelfläche als Sprechblase. Hat sagenhafte 7,44 Kronen gekostet, also das ist gerade mal ein Euro. Und dann noch diesen zweiten hier als Diamant. Dann habe ich mir so, ja, theoretisch metallicfarbene Buntstifte gekauft. Malen aber nicht wirklich metallicfarben, war aber auch nur ein Versuch, weil was erwartet man für einen Euro 40? Ja, dann habe ich mir noch zum Basteln ein Falzbein gekauft. Das hat auch ganze 80 Cent gekostet. Aber das hat mal eine schöne Länge. Meine sind alle ein bisschen kürzer. Mal schauen, ob es auch was taugt. Aber bei dem Kreis kann, bei dem Preis kann man natürlich nicht viel falsch machen. Dann habe ich mir hier so ein aus Hartplastik so ein Container gekauft. Nennt sich Schubladenorganisierer sozusagen. Ja, und ist in der Größe 26,2 x 9 x 4,5 cm, und davon habe ich mir einen geholt. Entweder werde ich da ein paar Stifte reintun oder Stempelblöcke drin sortieren. Muss ich mir noch überlegen. Deswegen habe ich aber auch nur einen geholt, weil ich noch nicht so genau wusste, was ich damit tue. Und so ähnlich habe ich mir dann hier 4 Stück geholt. Und zwar sind die in der Größe 17,9 cm x 13 cm x 4,5 cm. Also hoch sind sie alle gleich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, gab es dann noch diese ganz kleinen und ein ganz großes, langes. Die habe ich mir aber nicht geholt. Ja, und hiervon habe ich mir halt 4 geholt. Da werde ich wahrscheinlich dann für Layouts oder Karten, je nachdem, was ich gerade bastel, immer so
Papierschnipsel, Ephemera und alles Mögliche drin haben, was für das jeweilige Projekt passend ist. Ja, dann habe ich mir... Achso, und ja, was haben die gekostet? Das längliche hat gekostet 14,40 Euro, also 2 Euro. Und die kleineren haben ja genauso viel gekostet. Dann habe ich mir 2 Paper Punches gekauft. Dachte ich mir auch, naja, so günstig wie die sind, kann man da jetzt nicht viel erwarten. Und wahrscheinlich stanzen die total kacke. Aber ich habe es im Urlaub schon mal ausprobiert und ging wie Butter. Eigentlich wollte ich mir keine Punches holen, schon gar nicht in den Kreis, weil, ne, kann man sich ja auch so irgendwie mit seiner Schneidemaschine oder ähnlichem ausschneiden. Aber es geht dann vielleicht doch ein bisschen schneller, wenn man einen Handpunch hat und mal schnell was ausstanzen kann und nicht seine Schneidemaschine dafür anwerfen muss. Ja, das hier sind 1,5 Inch Punch und die haben auch hier unten diesen schönen Aufbewahrungsslot. Kann man entweder mehrere stanzen, wenn man das zu ist und die bleiben da drin, oder man kann es halt rausnehmen und dann fallen die gleich raus, die Stanzteile. Und dann habe ich mir noch den kleineren geholt. Tja, ich vermute mal, es ist 1 Inch, da steht diesmal leider nichts drauf. Ja, werde ich mal ausmessen. Der große hat gekostet 40 Kronen, das sind 5,60 Euro. Und der kleinere hat 22 Kronen gekostet, das sind ganze 3 Euro. Also ein absolutes Schnäppchen. Und ja, die werden jetzt wahrscheinlich auch für meine Weihnachtskarten gut genutzt werden. Dann habe ich mir hier so Foam Sticker, Kleber geholt. Weil die sind so schön dünn, die sind nicht allzu dick. Also machen die nur ein bisschen Dimension sozusagen. Und das ist ganz gut bei den Karten, damit die nicht zu dick werden, wenn man die verschicken möchte. Und ja, das hat 93 Cent gekostet und da sind 800 Stück drin. Und die sind 5x5 mm und 2 mm hoch. Dann habe ich mir dieses kleine Notebook hier gekauft. Es hat so eine schöne Grau-Petrolfarbe und ist mit, ja, ich glaube, silberner Folie. Die glänzt so schön, dass man es nicht erkennt, ob Silber oder Gold ist. Aber ich vermute Silber. Ja, bedruckt. Sieht sehr schön aus und in, ja, ist eher wie so wie Zeichenpapier, dass man so, Tabellen oder so zeichnen kann, aber ja, ich werde es wahrscheinlich als Travel Notebook oder vielleicht mache ich da meine Weihnachtsdokumentation drin. Ich werde mal schauen. Ja, und das hat auch 5,88 Kronen gekostet, was 83 Cent entspricht. Also ein Schnäppchen. Dann habe ich mir noch eine Stencil gekauft für 1,23 Euro. Da haben wir einmal hier so Dreiecke, dann Wellen, so eine Scalloped Edge und hier so Kreise oder Luftblasen kann man damit schön machen. Dann habe ich mir silbernes Glanzpapier geholt gehabt. Da sind 3 Bögen drin, ist A4 Größe und kostet 5,98 Kronen. Das sind auch wieder unter 1 Euro. Und das gleiche dann noch in Gold. Und zu guter Letzt habe ich mir 4 Bögen Sticker gekauft. Die haben alle 6,88 Kronen gekostet, was 97 Cent entspricht. Da habe ich einmal hier Merry Christmas in einem goldenen Herz und in einem kupfernen oder bronzefarbenen Herz. Dann diese Kreise, wo, also ein goldener Kreis, dann goldweiße Kreise mit Karo und mit Streifen, dann blaue Kreise mit Schrift und Kreise mit kleinen Kindern, die Tannenbäume tragen. Dachte ich mir, ist vielleicht auch ganz nett, um einen Briefumschlag für Weihnachtskarten zu verschließen.
Dann habe ich mir diese Glitzer-Sticker als Kreise gekauft, sowie diese hier mit Goldflecken, Punkten und rosa, grau und schwarztönen. Ja, das war dann mein zweiter Haul. Und ja, mindestens ein drittes Video kommt noch. Vielleicht mache ich auch lieber 4 Videos draus. Also bleibt dran und schaut euch das nächste Video an. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!